Aber eben, also das ist jetzt das Einzige. Aber eben, ist ja, also ich persönlich finde es scheiße, wenn du eben so ein Bild, ein erotisches Bild für dich auf Facebook hast. Vor allem dort ist natürlich auch wieder Gefahr, dass es einfach weitergetragen wird. Und eben, genau. Vorher du hast gesagt, 20.000 Menschen. 20.000 hast du gesagt? Ja, aber mal so ausgerechnet, weiß nicht, ob es genau stimmt. Sehr viele Menschen innerhalb von drei Minuten könnte ich dich sehen. Darum, ich würde jetzt gerne diesen wunderschönen Menschen da draußen so ein bisschen mitgeben, auf was sie achten sollen. Weil ich will nicht, dass einer von unseren wunderschönen Zuschauern irgendwie etwas am Schluss bereut. Darum, sag mal so, was hast du so für Ratschläge? Ich will eben nicht Tipps und Tricks sagen, weil es klingt so, als wäre es etwas Positives. Also eine Zusammenfassung, meinst du? Ja, oder einfach mal so Ratschläge, auf was kann man achten? Was sind die Sachen? Ich fange vielleicht schon anders an. Ja. Einerseits, was man wirklich muss wissen, es ist völlig normal, wenn man das Bedürfnis hat, Bilder von sich zu haben und Bilder von sich zu zeigen. Und das macht mega Freude. Das ist etwas mega Lustvolles und mega schön. Was man aber zusätzlich in der heutigen Zeit muss wissen, dass digitale Medien sehr stark sind und dass es schnell überall ist. Und man muss sich sehr, sehr viel mehr überlegen, dass alles, was man schreibt und schickt, überall verbreitbar ist. Und überall ist wirklich überall, eben Lehrer und Eltern eingeschlossen. Ja. Und das muss man sich einfach sehr bewusst sein, bei allem, was man überhaupt irgendwo postet. A, kann es jeder sehen und B, überdauert es Jahrzehnte. Ja. Also das heisst, auch in 30 Jahren kann man dann immer noch das gleiche Unterwäschfoto anschauen von einem, wenn man vielleicht irgendwo an einer Karriere dran ist oder für einen Job und so weiter. Und es geht mehr um das. Ja. Das, was daraus gemacht wird, hat häufig negative Konsequenzen und kann man wieder unterleiden, wenn man das vielleicht nicht will. Ja. Das andere ist natürlich sowieso, wenn man erpresst wird mit solchen Bildern, ist es von Anfang an mega unangenehm. Und dort muss man von Anfang an reagieren und sich nicht erpressbar machen, sondern wirklich halt die Polizei einschalten, wirklich das ernst nehmen und nicht einfach Bilder verschicken, nur weil man denkt, dann wird es besser, weil dadurch wird es noch schlechter. Nein, weil wenn es einmal passiert ist, dann passiert es auch beim zweiten Mal.